Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Studies Factory. Jetzt sind wir wieder, es geht wieder weiter. Ja, wir müssen noch für dieses Abfallstoffzeugs da, wie heißt es denn, Schwerölrückstände, müssen wir hier noch einen Anschluss schaffen und das machen wir heute. So, jetzt ist es aber so, jetzt habe ich das nicht ganz berücksichtigt, dass wir hier unseren Weg hier noch haben. Ja, wobei, das Ding brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, diesen Hochweg da. Das habe ich nur gelassen irgendwie. Aber nutzbar ist der eigentlich eh nur noch zu Fuß hier, der Weg hier. Zeigen, also. Mit dem Fahrzeug, der eigentlich fast kaum mehr nutzbar hier. Das ist eigentlich nur noch so ein Durchbruch gewesen für uns. Und daher können wir das Ding ganz gerne zubauen hier. Beziehungsweise wir können da unsere Leitung einfach weiterlegen. Das ist hier. Ja. Runter. Hoppala, das war nicht mein Problem hier. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da muss es genau hier hin. Da muss praktisch ein Kreuz hin an die Decke. Weil wir keine anderen Halter haben. Also diese ganzen Stützen hier, die haben wir eben nicht als Sealing-Ausführung. Ich weiß auch nicht, warum die da nicht dabei sind. Einzig und allein habe ich die Pipeline-Junction hier. Aber okay. Ist ja auch damit möglich. Und es ist eigentlich auch sinnvoll, dass man immer so eine Möglichkeit macht für eine Abzweigung. Da kann man nämlich dann auch mal was einfügen oder rausnehmen dann, je nachdem, wie man es so braucht eben, ne? Diese sechs Zellen hier, die haben wir das letzte Mal festgestellt, dass die ausreichend viele sind. Mal wieder gucken. Einmal. Eins. Ich sehe jetzt überhaupt nichts hier. Ah, warte mal, wir wollten ja genau, wir müssen hier längs. Nee. Moment mal, stopp. Na, ich hab's doch. Ja, nee, ich hab's nicht total falsch gemacht, aber. Ach, ich bin in die falsche Richtung hier gegangen. Ach, verdammt, ich wollte ja. Ja. Gut, dass mir das nochmal aufgefallen ist. Ich wollte hier parallel an dem anderen Rohr nebendran vorbeifahren. Das heißt, wir müssen hierher. Ah, das haben wir versetzt. Falsch. Jetzt habe ich es kopieren wollen, da habe ich gleichzeitig die Taste so gedrückt, aber egal. Dann machen wir das, korrigieren wir die ganze Sache hier. Ich bin da schon gewundert, was ich da zusammenbaue. So, das ist ja hier geduldig, von daher. So. Genau, hier wollten wir längs. Und von da aus müssen wir jetzt noch 6 rüber. Na, gerade hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baden verloren. 1, 2, 3, 5. Sehe ich nichts mehr. Mensch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dahin müssen wir. Alles will mir heute einen Strich durch die Rechnung machen, ja, ne? So. Jetzt. Warte mal, das jetzt können wir es ja einfacher, oder? Das ist immer eins weniger wie das hier angebracht. So, der nächste ist nämlich da. Da können wir es nämlich hier gleich so anbringen. So.
Jetzt wieder weiter, wieder einer weniger. Der liebe Autosaver. So schön der auch ist, er kommt immer dann, wenn ich ihn eigentlich gerade nicht haben möchte. Ja. Schalt ihn doch ab. Schalt ihn nicht ab. Weil manchmal könnten wir ihn dann tatsächlich brauchen. Ja, nett, dass wir hier wieder eine ganze Stunde Fortschritt verloren hat, ne? Was denn der Katzenjammer groß? So, gut, dass es bei Rohrleitung eigentlich keinen vorne und hinten gibt. Gut, manchmal hätte ich gerne eine Durchflussrichtungsregelung, wo ich ja ab und zu auch Pumpen einbaue, die ich nicht anschließe an Stromnetz, und die fungieren eigentlich dann sozusagen wie ja, als so eine Rückschlagventilfunktion dann hier. So, jetzt ist es natürlich, das habe ich nicht bedacht. Käme der hier? Nee, kein Problem. Nee, doch nicht. Hat er. Komisch gedacht, ja, aber nee, das passt schon. Weil wir gehen jetzt dann hier vorne hin. Das so. Genau, hier noch eine Junction und dann brauchen wir wieder diesen Durchbruch. So, Diebehol. Pfeifenloch sozusagen. Ja. Wäre jetzt wahrscheinlich wieder die Übersetzung dann. Oder Pfeifenlinie, Pipeline, Pfeifenlinie. Ja, manchmal bei den Übersetzungen, da muss man alles wirklich lachen, wie blöd. Sehr komisch manchmal rauskommt, was da dann übersetzt wird. So, das kommt ganz platt hier unten raus. Na gut, dann geht man wieder mit Klick. Weiß 100. Ah, nee, Moment einmal. Aha. Ja, das hier. Ah, das möchte ich aber nicht so haben. Das möchte ich nicht so haben. Also das ist so, Moment, da mache ich mal kurz das Glas auf hier. Das hätte ich jetzt ein bisschen anders, der Grill. Das schöner aussieht dann. So, dann noch einmal. Ich muss das von oben machen, sonst. Das passt hier das Niveau einfach nicht. Das sieht komisch aus. Na. Manchmal sehr frickelig hier. So, wieder zu damit. Habe ich genial gemacht. Das passt halt genauso mit dem Anschluss hier so hin. So, und schon läuft die Brühe weg. Ach, ich kann ja hier nicht reinschauen. Hier muss ich mal reinschauen. Ja, da kann das Zeug weglaufen hier. Wie viel kommt denn da pro Minute hier? 50 pro Minute? Ne, 25. Ich habe mir schon was gedacht, weil es war so um 30 jetzt gerade über die Portion. Dann kann die Portion hier abfließen. Genau. Der Kunststoff ist nämlich voll. Moment, das muss ich gerade mal ganz kurz überprüfen. Ist da eine Schnecke im Wasser drin? Seht ihr das? Da ist doch eine Schnecke im Wasser. So. Nee. Was ist denn das? Ach, Water Turbine Node. 20 Megawatt kann man hier gewinnen an Wasser. Das hat mich jetzt gerade verarscht, ey. Da können wir so ein Wasserkraftwerk hinbauen. Plump. Das hat mich jetzt tatsächlich hier verarscht. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Kunststoff. Der Kunststoff muss hier raus. Da wollten wir ja wieder so ein Beamer hinbauen, so ein Item-Teleporter. Da wollen wir hier noch eine Option.
immer gar nicht sicher, was passiert, wenn ich an den Teleporter auf der anderen Seite nochmal ein Band anschließe, ob da dann der Rest, was nicht gebraucht ist, rauskommt. Ich glaube nicht. Ja gut, nee, dann machen wir folgendes. Wir machen da einen Splitter hin. Ist das wieder außerhalb des Rasters oder wie schaut das hier aus? Na. Natürlich wieder ganz doof hier, ne? Fällt mir absolut. Gut, wir gehen mal davon aus, dass man an dem Rohr eigentlich nichts anschließt. Wenn wir den Spieler nämlich eigentlich. Eigentlich hinbauen. Machen wir einfach mal. Dann können wir nämlich jetzt hier, wie schnell kommt es hier raus? Ah ne, das ist unerheblich. Wir machen einfach ein, wir machen einfach ein schnelles Band hin. Komm. Da wird nicht lang gefragt. So, der Item-Teleporter, da müsste das Hinterteil hier hin. Den brauchen wir auch nicht weit, arg weit wegstellen. Den können wir hier hinstellen. Zack, da braucht auch keinen Strom, das ist das Schöne dran. Hier machen. So. Und hier könnten wir jetzt praktisch dann den Überschuss abführen, wenn wir das denn bräuchten oder wollten. So, du wirst einen Namen bekommen, und zwar Kunststoff 1. Ja, zack. Wenn schon funktioniert das Ganze. Ach ja, da war ein Changelog, dass die Schrift oben, dass das geändert worden ist. Das haben sie geschrieben, das wurde irgendwie aus irgendwelchen erfindlichen Gründen rausgenommen. Vielleicht kommt es irgendwann wieder da, diese praktisch diese Zählung, wie viel da reinfließt hier. Das finde ich jetzt eigentlich ein bisschen schade, dass sie das rausgenommen hatten. Scheint bei irgendwelchen Leuten Probleme gemacht zu haben. Ja, bei mir halt nicht, ne? Und immer so, ja, bei mir macht es kein Problem, warum habt ihr das rausgenommen? So, jetzt. Hört sich das so an, als läuft es hier. Erst 24 Sekunden braucht es hier, bis das hier fertig ist. Boah, das ist schon unheimlich lang hier, ne? Haben wir eigentlich dafür, ja, da haben wir, oder? Stimmt, da haben wir hier einen Behälter, wo wir die Teile reinlegen lassen. Da kommen auch die ersten. Die mal in der Tora angucken, wie die aussehen. Beschichtung, naja. Was ist da dran in der Beschichtung? Komische Dinger. Die ersten sind da. Ja, normalerweise braucht man die Teile ja für die Stufen-Upgrades, aber wir sind ja so weit gewesen. Vor dem Stufen-Upgrade ist die Fabrik hier entstanden, also von daher, da war es noch anders eben. Mit anderen Sachen wurden hier das Stufen-Upgrade gemacht. Deswegen haben wir uns das Ganze erspart. So, also die Geschichte läuft. Und vom Prinzip her, ach, schon wieder in der, aua. Das war jetzt logisch, dass ich mir da anhau. Und im Prinzip wird der Schrott sozusagen dann weggeliefert hier irgendwo zum Schredderer dann hier. Daher, der momentan eigentlich sehr wenig zu tun hat, bis eigentlich gar nichts. Hier gar nichts, doch da kommt wieder was, aber nach 33 Tickets haben wir zum Drucken. Er sieht, was da pro Minute hier gerade verarbeitet wird, das ist gar nichts im Prinzip. 2028 war der letzte Eintrag hier. Und man kann hier nicht von Hand reingeben, das sehe ich auch gerade. Gut, okay.
Ja, wir müssten jetzt eigentlich einen Teleporter da dran bauen, der uns alles Mögliche, was wir halt haben, hier einliefert. Mal ganz kurz das gucken. Wäre hier möglich, sogar das hier anzuschließen. Das ist ja sozusagen das Pufferlager, wo wir immer dann hier das Material, was wir nicht mehr brauchen, einlagern können. Wo dann eigentlich zum Verschreddern bereit ist. Aber wir haben ja eh noch einen zweiten Schredderer. So, jetzt muss ich aber mir noch mal ein paar Kabel holen. Die bitze ich mir einfach hier aus der Computerproduktion raus. Füll gerade Bilder auf. So, das reicht mir. Apropos Computer. Ja, mal kurz ein bisschen auffüllen. So, die Schaltkreise, die Platinen brauchen wir eigentlich. Naja gut, die haben wir jetzt im Inventar, aber ja. Momentan bräuchte ich sie eigentlich nicht. So, und jetzt können wir nochmal einen Teleporter bauen. Ganz unten. So, ja gut, das können wir eigentlich hier so dran stöpseln. Da spreche nichts da. Mal. Hä? Echt jetzt daneben gezielt? Och nö. Das ist ja wieder praktisch hier. So, jetzt noch einmal. Jetzt sollte da richtig stehen. Gut, hier kommt natürlich auch wieder ein Förderband MK5. Man weiß ja nie, was da so durch den Teleporter durchschwirrt hier. Und der wird jetzt. Wie nenne ich denn das jetzt? Zum Verschrottungslager. Naja. Schredderlager 1. So. Speichern. Dann brauchen wir da natürlich noch ein Gegen, aber. Weiß jetzt noch nicht, ob ich die Teile schon verarbeiten soll. Mich würde es halt mal interessieren, was die an Ticket bringen, wenn man das verschreddert. Weil die höherwertigen Teile bringen natürlich viel mehr Material, Tickets als. Das brauche ich nochmal, weil da gehen ja immer 100 Kabel weg. Weiß nicht, was sonst noch, was braucht er sonst noch? Ich glaube, solche Turbomotoren, Supercomputer, ich bin mir gar nicht sicher, was der alles noch so braucht hier. Das können wir alles hier wieder, wenn wir jetzt eh schon unterwegs sind hier oben. Können wir uns jetzt alles hier wieder zusammensuchen. Computer braucht man nicht. Was ist denn das sind Computer? Das haben wir mal ausgetauscht, genau. Diese schweren Rahmen muss ich mal nachgucken. Haben wir noch? Okay. Dann, was hätten wir noch anzubieten? Das sind Dings, Kristalle. Brauchen wir nicht. Was haben wir da anzubieten? Ja, nichts, was wir bräuchten. Oszillatoren brauchen wir eigentlich auch nicht. Wo sind die Supercomputer? Doch, die Supercomputer weiß ich, wo sie sind. Die sind da hinten neben der Batterieproduktion. Der KI-Begrenzer weiß ich gerade auch nicht. Brauchen wir da welche? Und da alles drin. Turbodraht habe ich gerade gar keinen. Ah, da können wir uns eigentlich auch mal eine komplette Rolle mitnehmen. Ja, da habe ich den jetzt hier wieder aus dem Betrieb genommen. Der macht Highspeed-Anschlüsse. Highspeed-Anschlüsse gehen wohin? Weiß ich gerade gar nicht. In dem Lager drin. Ah ja, da haben wir auch. Ja, da können wir jetzt eigentlich auch wieder auffüllen hier, bestücken. Ja, Supercomputer. Immer noch Supercomputer. Supercomputer. Ne, da sind wir falsch. Die sind einen. Weiter hier hinten sind sie. Da sind sie. Dann haben wir das auch wieder. Und was war es noch? Die Supermotoren hier. Nicht gleich nebenan. Die sind. Wo sind denn die hingekommen? Die sind ganz hinten. Ganz hinten irgendwo links. Die. Sehe sie schon. Da sind sie doch.
Da dran super. Naja, sieht eigentlich aus wie ein Viertakter-Verbrennungsmotor, oder? Nee, es ist. Oder? Mal kurz gucken hier. Auspuffmäßig 4-4. Autosave. Das sind 8 V8-Motoren eigentlich. Okay, alles klar. Das sind die Turbomotoren oder Supermotoren oder wie auch immer. Turbomotoren heißt, ne? Ja. Alles klar. Gut, dann haben wir das. Gehen wir mal hin da gleich und bauen den Anschluss hier. Den Anschluss für den. Ja, ihr wisst schon was. Erstmal bauen wir hier mal noch ein bisschen Fundamente. Exzellente Fundamente. So. Ja, da lasse ich mal ein bisschen Platz, ja. Das ist eigentlich ganz gut, dass der Dinger keinen Strom braucht. Sonst so ein Teleportvorgang, der bräuchte doch ganz schön viel Strom eigentlich. Ach, wir bauen es mittig, komm. Ich bitte dich, wir bauen es mittig. So, und hier machen wir einfach auch ein MK5-Band hin. Da sollte man mit ausgesorgt sein. Ja, aber wir lassen. Ich glaube, wir lassen es erstmal unverbunden. Also die Teleporter-Verbindung stellen wir mal nicht her, falls wir die Teile für irgendwas anderes brauchen. Wobei, jetzt haben wir doch schon ganz schön viele davon. In der kurzen Zeit sind so viele Teile entstanden. Das wundert mich fast ein bisschen, aber okay. Ich nehme mal ein paar mit. Nehmen wir mal 50 mit. Ich will mal schauen, wie viele Tickets dafür frei werden. Ich meine, genau wird man es nicht herausfinden, aber ja, wir werden sehen, wie arg die Anzahl steigt dann. So, wo habe ich es jetzt hingelegt? Höchchen, was seid ihr denn? Hier. Jetzt ratzfatz hier rein. Kann ich jetzt nicht sagen, wie viel. Hier 1000 pro Minute tun wir jetzt hier schreddern, okay. Aber da kommen halt immer wieder so billige Materialien mit rein. Ja, dann bringt die eigentlich gar nicht so arg viel Punkte. Naja, gut, ich hätte mir da ein bisschen mehr erhofft. Hätte mir da echt ein bisschen mehr erhofft, weil wenn ich jetzt hier sehe, diese Turbomotoren oder was reinschredder oder Batterien, da brauchen wir dann ordentlich hier. Und ich glaube, das wird auch immer teurer, so ein Coupon. Ah, jetzt hat er neu berechnet. Hat nur hier 33 pro Minute, okay. Aber das war halt ganz schnell, weil sie da drin hier, ne? Gut, jetzt geht hier auch wieder. Warum kommt denn hier jetzt eigentlich auch Aluminiumzeugs hier? Also haben wir jetzt die Fabrik wieder ein bisschen angekurbelt hier sozusagen. Ja, jetzt müsste der Zacken dann aber auch wieder gleich einbrechen, wenn das der nächste Schub kommt hier. Könnten die 34 Tickets eigentlich mal drucken kommen. Wäre noch lustiger, wenn das eine ganz lange Kette so runterkommen würde. Ja, lassen wir das ganze Thema mal. Okay. Wir müssten noch ein paar Tickets übrig haben. Zeig mal, was hast denn du eigentlich so momentan? Ne, das will ich nicht haben. Schön ist, aber okay. Wir haben doch da noch Tickets, oder? Nö, echt nicht mehr. Ich habe gedacht, ich hätte da noch Tickets rumliegen. Habe ich die alles schon mitgenommen? Okay. Dann eben nicht. So, wir gucken mal, was wir uns da eigentlich noch so. Was wir schon haben. Wir haben es gekauft. Also, das haben wir ja schon. Wir bräuchten das ja nicht mehr kaufen. Festigung.
Hier haben wir komplett Fundamente. Rohrkreuzungspaket. Wobei, was ist denn da Rohr? Das ist doch kein Rohr. Ich weiß nicht, was da Rohr ist. Das ist ein Halfpipe halt hier. Ja gut, klar. Pipe. Wieso kam man da eigentlich darauf, dass so eine Rampe hier Halfpipe heißt zum Beispiel? Naja, gut, wahrscheinlich wegen der Rundung. Kauf, dann Inventär, das Eck. Zack. Wagen, bestätigt das mal hier. So. Fahrzeuge haben wir schon. Was ist das? Jetzt habe ich fast gelesen, Sensation. Treppen und Gehwege haben wir eigentlich auch schon ein paar Mal. Na gut, da. Adäquate Pionierstatue. Na, da brauchen wir halt jede Menge Tickets. Also, da können wir noch lang Tickets verproduzieren. Oder wir können auch solche Sachen kaufen, aber dadurch, dass die Tickets immer schwieriger herzustellen sind oder teurer herzustellen sind, rentiert sich das eigentlich fast nicht, hier Teile zu kaufen. Sag ich jetzt einfach mal. Ich kann mir natürlich total irren, dass das Quatsch ist, was ich erst da wieder mal laber. So, jetzt tun wir das mal noch rein. Kaufen. Dann haben wir noch 11. Haben wir noch übrig. Festungen haben wir alle. Dann war es das eigentlich. Ja, da sollen ja mal irgendwann noch mehr Sachen dazu kommen. Jetzt haben wir noch 11. Dann haben wir 7 und 4. Dann machen. Auch ein Kartenspiel. Ja. Ich habe noch nie probiert, wenn man doppelt das kauft, ob das geht. Das noch zweimal, das geht glaube ich nicht. Man kann nicht zweimal hier das Wagen legen. Nee. Gut, dann wir haben die Tickets aufgebraucht. Mehr ist nicht mehr. Na du, kleiner Hundi. So, gut, dann sind wir für heute durch eigentlich. Mehr fällt mir nicht ein. Ich habe ja noch ein bisschen Blödsinn gebaut, aber naja, gut. Blödsinn eigentlich nicht, aber ja. Ich sag dann erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen, ja. Weiter geht's beim nächsten Mal. Da muss ich mal überlegen, was ich mache. Ob ich jetzt hier mal gucke nach dem einen Mod hier mit diesem modularen Power-Anzug hier. Power Suit. Also Modular Power Suit heißt die Mod. Und da gab es dann noch extra einen Mod, der die Module repräsentiert. Also die man da drin verwenden kann. Alles beide angeblich nicht genau balanced natürlich. Also das ist ja klar, aber man kann es nutzen und ich möchte es einfach mal nutzen und vielleicht stelle ich das nächste Mal auch vor. Oder wir suchen eins einfach was anderes raus bei den weiterführenden Teilen. Ja, auf jeden Fall tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Ego.